Hallo, mein Name ist Wolfgang Holbein und ich bin der Schirmherr des bundesweiten Schülerrezensionswettbewerbs Buchchecker von Bücher.de. Zum heutigen Vorlesetag möchte ich euch ein paar Seiten aus meinem Buch Die Tochter der Midgard-Schlange vorlesen. Es ist ein historischer Roman, der spielt im frühen Mittelalter in Deutschland, genauer gesagt im Rheinland. Und die Hauptperson der Geschichte ist ein Mädchen namens Katharina, das auf dem Land aufwächst und eines Morgens feststellt, dass seine Welt nie wieder so sein wird, wie sie mal war. Das Dorf lag auf halbem Wege zwischen der Burg und dem Fluss. Früher einmal hatte es direkt am Wasser gelegen, so dass man mit nur wenigen Schritten das Ufer erreichen konnte, was sehr praktisch gewesen war. Hatten seine Bewohner damals doch hauptsächlich von Fischfang gelebt. Aber das war so lange her, dass sich selbst die Alten im Dorf kaum noch daran erinnerten. Die Fische waren nach und nach weniger geworden, so dass die Menschen angefangen hatten, Felder anzulegen und Vieh zu züchten. Und nachdem das Dorf dreimal hintereinander von Hochwasser und Stürmen heimgesucht worden war, die nicht nur großen Sachschaden angerichtet, sondern sogar Menschenleben gefordert hatten, waren seine Bewohner kurzerhand mit Sack und Pack eine gute Meile weiter landeinwärts gezogen und hatten dort ihre Heimat neu aufgebaut. Heutzutage lag nur noch eine Handvoll kleiner Fischerboote hier, die meisten davon so vernachlässigt und heruntergekommen, dass es kaum noch jemand wagte, damit aufs Wasser hinaus zu rudern. Und der Drache natürlich. Katharina hatte nie wirklich an Drachen geglaubt. Die alten Geschichten und Märchen wimmelten von ihnen und manchmal erzählten die Alten abends am Feuer von den Abenteuern, die sie erlebt hatten, als sie selbst jung gewesen waren. Abenteuer, die meist in fremden Ländern spielten und in denen manchmal auch Drachen und andere noch viel absonderlichere Ungeheuer vorkamen. Noch bis zum vergangenen Abend war Katharina fest davon überzeugt gewesen, dass diese Geschichten samt und sonders ausgedacht waren. Nichts weiter eben als genau das, spannende Geschichten. Aber das war gestern gewesen. Seither hatte sie gesehen, wie eine Armee von Dämonen Burg Elsbusch in Schutt und Asche gelegt und all seine Bewohner erschlagen hatte. Und nun blickte sie auf den Fluss hinab und sah einen leibhaftigen Drachen. Er war riesig, mindestens 10-mal so lang wie das kleine Fischerboot, das er rücksichtslos zur Seite gedrängt hatte. Es war zu dunkel, um Einzelheiten zu erkennen, denn der Himmel hatte sich mit schweren, schwarzen Wolken bezogen, als ertrügen selbst die Sterne den Anblick des Leides nicht mehr, das über die Menschen hier im Fluss gekommen war. Und dennoch sah sie beinahe mehr, als ihr lieb war. Der Drache hatte einen schlanken, aber massigen Leib und unzählige dürre Beinchen, auf denen er sich im seichten Uferwasser niedergelassen hatte, aber er schlief nicht, wie man hätte meinen können, sondern hatte Hals und Kopf aufmerksam emporgereckt und Katharina glaubte, den Blick seiner unsichtbaren Augen regelrecht spüren zu können. Gewiss entging ihm nicht die kleinste Bewegung und ebenso gewiss wartete das Ungeheuer nur darauf, eine Beute an Land zu erspähen, auf die es sich stürzen und die es verschlingen konnte. Katharina hatte sich diesen Aussichtspunkt nicht willkürlich ausgesucht. Das Ufer hier war nicht flach und allenfalls von einer kleinen Böschung gesäumt. Vor langer Zeit hatte sich der Fluss hier seinen Weg durch einen Berg gegraben, so dass eine bröckelige Steilküste entstanden war, an dieser Stelle beinahe 100 Ellen hoch. Aber Katharina war ganz und gar nicht sicher, dass sie der Drache nicht selbst hier oben erwischen konnte, wenn sie unvorsichtig war oder gar ein verräterisches Geräusch machte. Und wenn nicht er, dann das halbe Dutzend Dämonen, das neben ihm am Strand herumlungerte. Katharina konnte nicht erkennen, was sie taten, aber der böige Wind trug manchmal den rauen Klang ihrer Stimmen zu ihr herauf und sie hörte jetzt ganz eindeutig Lachen. Sie hatte keine Furcht und warum auch mit einem solchen Ungeheuer auf ihrer Seite. So behutsam, wie sie es überhaupt nur konnte, schob sich Katharina rückwärts von der Kante zurück und stand erst auf, als sie ganz sicher war, vom Fluss aus nicht mehr gesehen werden zu können. Ihr Herz raste und sie spürte erst jetzt, wie sehr ihre Knie zitterten und wie scharf jeder einzelne Atemzug in ihre Kehle schnitt. Der unglaubliche Anblick dort unten hatte sie ihre Erschöpfung für einen Moment schlichtweg vergessen lassen, aber Tatsache war, dass sie nur Halt gemacht hatte, weil sie einfach nicht mehr weiter gekonnt hatte. Sie war so schnell gerannt wie noch nie zuvor in ihrem ganzen Leben,
Aber eine halbe Meile vor dem Dorf hatten sie einfach die Kräfte verlassen und so hatte sie den Drachen gesehen. Drachen. Allein das Wort jagte ihr schon wieder einen eiskalten Schauer über den Rücken. Drachen und Dämonen, die brandschatzten und mordeten. Was würde sie wohl noch erleben, bevor diese Nacht zu Ende ging? Sie war in eine Welt finsterer Wunder eingetreten, in der der Schrecken kein Ende mehr zu kennen schien. Vater Cedric hatte recht gehabt, dachte sie schaudernd. Es gab Dinge, die sich ein Mensch nicht einmal vorstellen konnte, aber mussten es denn immer und ausnahmslos schlimme Dinge sein? Katharina schüttelte den Gedanken mit einiger Mühe ab, richtete sich vorsichtig auf und setzte ihren Weg fort, und immerhin erschienen keine Dämonen aus dem Nichts, um sie zu töten, und auch das Dorf empfing sie nicht mit neuen Schrecken, als sie endlich da war. Wenigstens brannte es nicht, sondern lag dunkel und scheinbar friedlich unter ihr, als sie in Sichtweite kam. Nichts rührte sich. Zu ihrer maßlosen Erleichterung sah sie keine Dämonen, sie hörte keinen Schlachtenlärm und nirgends brannte es. Tatsächlich war es vielleicht sogar eine Spur zu still. Nicht einmal das ewige Licht in der Kirche brannte, obwohl Vater Cedric doch so sorgsam darauf achtete, den Docht des kleinen Öllämpchen niemals ausgehen zu lassen. Etwas stimmte hier nicht. Katharina wurde langsamer, je näher sie den ersten der Handvoll einfacher Gebäude kam. Es war still, viel zu still, selbst für diese fortgeschrittene Stunde. Nicht einmal aus den Ställen drang auch nur der geringste Laut an ihr Ohr. Nur ihr Herz klopfte so laut, dass man es eigentlich überall hören musste. Beinahe schon auf Zehenspitzen näherte sie sich dem ersten Haus, hielt vor der aus nur drei Stufen bestehenden Treppe noch einmal inne und legte dann behutsam die flache Hand auf die Tür. Quietschend schwang sie auf ihren ledernen Angeln nach innen, und völlige Dunkelheit und der Gestank nach Gewalt und, ja, nach Tod schlug ihr entgegen. Da es das erste war, erschien ihr dieses Haus als das Schlimmste. Doch im Grunde unterschied es sich nicht von einem Dutzend weiterer Gebäude, die sie der Reihe nach und fast akribisch genau durchsuchte. Es war überall dasselbe. Alle waren tot. Die Dämonen hatten keine Gnade walten lassen, weder Männern noch Frauen noch Kindern oder Alten gegenüber. Selbst die Tiere waren den Schwertern und Keulen und Speeren der höllischen Heerscharen zum Opfer gefallen. Sie war zu spät gekommen. Graf Elsbusch hatte ihr aufgetragen, die Menschen hier zu warnen, und sie hatte zum zweiten Mal versagt. In diesem Dorf lebte nichts mehr. Bitterkeit überkam sie, als sie aus dem letzten Haus trat und sich der gedrungenen steinernen Kirche im Zentrum zuwandte. Sie verstand jetzt, warum sie noch lebte. Gott hatte gewollt, dass sie all das hier sah. Zweifellos hatte er selbst den Dämonen daran gehindert, sie zu töten, damit sie hierher kam und mit eigenen Augen sah, welch entsetzlichen Preis die Menschen hier für ihr eigenes Versagen bezahlen mussten. Die zweigeteilte Tür stand weit offen und die Dunkelheit war hier drinnen nicht ganz so vollkommen wie in den meisten anderen Häusern, gab es doch auf jeder Seite drei schmale, dafür sehr hohe Fenster, durch die das bleiche Nachtlicht hereinströmte. Auf jeden Fall war es hell genug, um zu erkennen, was die Dämonen diesem heiligen Ort und vor allem seinem Beschützer angetan hatten. Der einfache hölzerne Altar war umgestürzt und zerstört und das mehr als mannshohe Kreuz umgefallen und lag nun auf dem Boden. Es sah irgendwie falsch aus, aber erst als Katharina es schon fast erreicht hatte, sah sie warum. Es war nicht nur das Kreuz, das auf dem Boden lag. Sein Herr und Beschützer lag mit ausgebreiteten Armen auf ihm und Katharina konnte frisches Blut riechen. Oh mein Gott, hauchte sie. Sie merkte nicht einmal, dass sie neben Vater Cedric auf die Knie sank und die Hände nach ihm ausstreckte, ohne dass sie es indes den Mut aufgebracht hätte, ihn wirklich zu berühren. Nein, das wollte ich nicht, stammelte sie. Vater, glaubt mir, das alles wollte ich nicht, ganz bestimmt nicht. Im ersten Moment war es eher, als hätte Vater Cedric sie gar nicht gehört. Er lag mit geschlossenen Augen da und stöhnte nur dann und wann, begleitet von einem schrecklichen, rasselnden Atemgeräusch. Dann jedoch drehte er mühsam den Kopf und sah Katharina an, und sein verschleierter Blick klärte sich, vielleicht zum letzten Mal. »Du«, brachte er mühsam hervor, »du lebst?« Warum hatte sie nur das Gefühl, dass diese Worte vorwurfsvoll klangen, und was war das, was sie da in Pater Cedrics Augen las?
Bitte vergebt mir, Vater, stammelte Katharina. Ihre Kehle war wie zugeschnürt und sie hätte jetzt nicht einmal mehr Tränen aufbringen können. Sie sind alle tot. Sie haben sie alle erschlagen. Die Festung brennt und Graf Elsbuschs Männer sind tot oder geflohen und ich glaube, Graf Elsbusch auch. Du, keuchte Vater Cedric noch einmal, du verdammtes, unglückseliges Kind, warum? Es tut mir so leid, Vater, flüsterte Katharina. Das wollte ich nicht, bitte glaub mir. Du, sagte der Priester zum wiederholten Mal, und jetzt klang es eindeutig wie ein Fluch. Gott verdamme den Tag, an dem du zu uns gekommen bist. Und damit sank sein Kopf endgültig zurück und sein Atem wurde flacher und erlosch schließlich ganz. Jetzt war sie endgültig die allerletzte. Seltsam, der Schmerz, auf den sie wartete, wollte nicht kommen. Katharina begriff nur mit gnadenloser Klarheit, dass alles zerstört und jeder einzelne Mensch tot war, den sie jemals gekannt hatte. Und es war auch genau so, wie sie selbst gerade schon einmal gedacht hatte. Dass sie selber noch am Leben war, das war keine Gnade, sondern die Strafe des unbarmherzigen Gottes, von dem ihr Vater Cedric Zeit ihres Lebens erzählt hatte. Sie hatte gesehen, was ihre Fahrlässigkeit angerichtet hatte, und jetzt war es an ihr, es zu Ende zu bringen. Ja, und wie die Geschichte weitergeht, das erfahrt ihr in dem Buch Die Tochter der Midgard-Schlange. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen Dank.